aus nem Dorf in Schweden. Nichts als dumme Streiche hatte er im Sinn. Unter seinen Streichen litten Vater, Mutter, Rieder, auch die brave Lina und auch die Lehrerin. Richtig gut aus. Sehr schön. Sechs, sieben, acht. Ja, da sind sie alle miteinander. Gute Nacht, ihr. Nun muss ich unsere Pferde zählen. Eins, zwei. Ja, stimmt genau. Ja, stimmt genau. Eigentlich sind das nicht genug. Doch, doch. Zwei Pferde, das reicht aus für so einen kleinen Hof. Jula ist natürlich schon ziemlich alt. Aber solange ich hier Bauer bin, macht sie es noch. Eines Tages wirst du das alles übernehmen, Michel. Dann wirst du die Gatter erneuern müssen. Mhm. Wir wollen hoffen, dass mal ein guter Bauer aus dir wird. Abend, Anton! Da, wieder mal mit deinem Jungen unterwegs? Dein Junge, der Michel, das ist ein richtiger Lausebengel, sag ich dir. Manchmal schon, aber halb so schlimm. Du hast nicht so viele Dummheiten machen würdest, Michel. Also dann, schlaft gut. Wie gesagt, wenn du nicht so viele Streiche machen würdest, Michel, dann hätten wir weniger Kummer mit dir hier in Lönneberger. Ja, ja, aber heute hat er wahrhaftig keine Streiche gemacht, Anton. Da haben wir heute mal Glück gehabt. Vielleicht bessert er sich wirklich. Ja, mal, du hast ja so einen heißen Kopf, mein Junge. Du hast doch nicht etwa Fieber? Weiß nicht, ich fühle mich den ganzen Tag schon so komisch. Aha. Fieber, da hätten wir ja die Erklärung. Michels Mama schreibt in ihr blaues Heft, heute war Michel artig. Er hat den ganzen Tag keinen einzigen Streich gemacht. Was offensichtlich daher kommt, dass er Fieber hat und sicher keine Kraft mehr für irgendwelche Streiche. Aber am nächsten Morgen ist Michel frisch und munter und kräftig genug für neue Taten. Die Fliegen haben ihn geweckt und das will er ihnen für alle Zeiten abgewöhnen. Da ist es das Beste, ein paar schöne Fliegenfänge aufzuhängen, an denen sie kleben bleiben. Nein. Das hast du nicht mit Absicht gemacht. Hm? Oh Gott, steh mir bei, damit ich nicht Hand an meinen Sohn lege und ihn ins Unglück stürze, diesen Lausekerl. Los, verschwinde und schließ dich draußen im Schuppen ein, denn wenn ich von dem klebrigen Zeug loskomme, weiß ich nicht, was passiert. Raus, habe ich gesagt. Krankheiten gibt's, dass es reicht für die Welt. Schwindsucht und Darmkrämpfe und Schmerzen und Erkältung und dann noch der Tod selbst.
Ich weiß wirklich nicht, was schlimmer ist. Ja, nun denken wir nicht mehr an solche Sachen, Krösermeier. Heute wird gefeiert. Ja, ja, natürlich. Aber der Tod kann immer übereinkommen. Ja, und Krankheit auch. Klein Karin sollte sterben nach königlichem Recht. Nimm mir das ab. In eine Nageltonne sperrt sie der Henkersknecht. Zwei weiße Tauben schwebten vom Himmel schnell herbei. Zurück zum Himmel flogen der weißen Tauben drei. Wieso sind's auf einmal drei Tauben geworden? Ja, aber verstehst du denn nicht, Ida? Die Karin wurde verwandelt in eine Taube, weißt du? Wurde sie? Warum denn? Weil sie nicht mehr am Leben war. Und dann flog sie mit den anderen Tauben in den Himmel hinein. Sie war doch von dem Henkersknecht gefoltert worden und war gestorben, als sie in der Nageltonne steckte. Naja, so kann's einem gehen. Wieso konnte sie denn fliegen, Lina? Sie war doch tot. Ja, aber jetzt war sie sowas wie ein Engel. Sie war verwandelt worden in einen Engel. Und Engel können fliegen, das weißt du doch. Und jetzt war sie zu einem Taubenengel geworden, der in den Himmel hinaufflog. Ja, ja, so kann es jedem von uns gehen. Willst du auch ein Taubenengel werden, Krösermeier? Na, dann schäl erst mal die Kartoffeln, bevor du auf und davon fliegst. Man kann doch mit allem deinen Spaß treiben, das weiß ich schon. Was denn, du bist schon fertig? Ja, was mich angeht, ich bin fertig. Von mir aus können die Gäste kommen. Es kann losgehen mit der Feier. Wird bestimmt eine teure Sache werden, aber wenn gefeiert werden soll, wird gefeiert. Aber trotzdem könnten die Fleischklößchen ruhig ein bisschen kleiner sein. Ich mache sie genauso, wie ich sie immer gemacht habe. Sie müssen groß und rund und kräftig braun gebraten sein. Misch du dich da nicht rein. Wo steckt denn unser Michel? Wieso? Naja, ich bin immer ein bisschen beunruhigt, wenn ich nicht genau weiß, wo er ist. Ich bin hier drin, siehst du? Himmel, die Sahne! Es ist doch wirklich nicht zu fassen, wo du überall rumkriegst. Was hast du in der Holzkiste zu suchen? Ich sitze da und denke nach. Über deinen nächsten Streich vermutlich. Nicht, Anton, so darfst du nicht reden. Das ist wirklich ein Tag so recht zum Feiern. Die Sonne scheint, die Luft ist erfüllt von Vogelgezwitscher, der Kaffeetisch ist gedeckt, alles ist bereit und nichts fehlt mehr. Ist das ein schöner Tag heute? Aha. Könnte nicht schöner sein. Du hast ja vergessen, die Flagge zu hissen, Anton. Was? Ja, ja, ich hatte doch die ganze Zeit das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Ich gebe sie dir. Mm-hmm. Na, na. Los, ja. Beeil dich. Na, die Gäste kommen jeden Augenblick. Soll ich dir helfen, Papa? Nein, bewahre mich lieber nicht. Das wird bestimmt eine hübsche, gemütliche Feier heute. Ja, aber wäre es nicht besser, Michel vorsichtshalber im Schuppen einzusperren? Lina. Also ich sage immer abwarten. Wir werden schon sehen, ob es gut geht oder nicht. Unser Michel ist ein lieber kleiner Junge. Der stellt nichts an, wenn wir ein Fest haben. Du bist... Na, warte. Die Kuh kalb! Komm, Bauer! Muss die blöde Kuh ausgerechnet kalben, wenn wir ein Festessen geben wollen? Komm, Ida! Das ist die Berta, da müssen wir hin. Nein, 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 ihr doch nicht. Ihr habt da eure Sonntagskleider an. Weg, Oh, ist der hoch. Ja, so einen hohen Fahnenmast haben wir. Wenn ich da oben sein würde, könnte ich die ganze Welt sehen, bis nach Mariannelund. Möchtest du, dass ich dich raufziehe? Du spinnst wohl, das geht doch überhaupt nicht. Woher weißt du das? Du kannst es mal ausprobieren. Also komm, zeig mir mal Mariannenlund. Also gut, wenn du es unbedingt willst. Oh ja. Sobald die ersten Gäste anrollen, wird nach altem Brauch die Flagge gehisst. Da ist die feine Frau Petrell, die extra aus Wimmerbü angefahren kommt, um Mutter Almas gute Wurst zu probieren. Dann natürlich der Herr Pastor und seine Frau. Oh ja, es sind auch vornehme Leute zu der Feier eingeladen, nicht nur Bauern. Ah, oh, guten Tag, liebe Frau Petrell.
Oh, welch gesegnetes Wetter wir heute haben. Guten schönen Tag, guten meine Liebe. So ein richtiges Wetter zum Feiern, nicht wahr? Ja, ein köstlicher Tag ist es heute. Eine Luft wie Seide. Schon die Fahrt hierher war ein echter Genuss. Ich habe mich schon so auf dieses ländliche Fest gefreut. Guten Tag, Anderson. Guten Tag. Frau Anderson. Guten Tag. Siehst du auch Marianne Lund? Nein! Willst du nicht lieber runterkommen, Ida? Nein, Michel, ich begucke mir lieber erst noch ein bisschen Lönneberger. Und die Flagge ist auch gehisst. Natürlich. Frau Petrell ist zwar etwas kurzsichtig, aber so viel kann sie doch erkennen, dass das, was da oben baumelt, nicht die schwedische Flagge ist. Herzlich willkommen, Franz. Guten Tag. Ich kann euch leider jetzt erst begrüßen. Die Bertha, meine beste Kuh, muss ausgerechnet am Sonntag kalben, wo wir doch feiern wollen. Lieber Anton, was um Gottes Willen soll das hier bedeuten? Warum habt ihr denn den Dannebrog gehisst? Den Dannebrog? Anton weiß nicht, was das sein soll. Er hat keine Ahnung, dass es die rot-weiße Fahne Dänemarks Flagge ist. Das ist gar keine Flagge. Das ist die kleine Ida. Ja, ja, das bin ich und ich sehe ganz Lönneberger. Ida! Mach, dass du da wegkommst, Bengel. Das ist doch wirklich die Höhe. Warte, Ida, ich zieh dich runter. Nein. Ich will lieber hier oben bleiben. Himmel. Ida. Ida! Lass mich Na, nicht was hab runter, ich gesagt? Ida! Dieser Nichtsnutz von einem Bengel. Was macht ihr nur? Komm. Oh. Ab in den Holzschuppen mit dir, Basta. Da kommst du mir vorläufig nicht mehr raus. Ich wollte doch Marianne Lund sehen. Ach, was du nicht sagst. Ida wollte unbedingt Ida war es natürlich. Also jetzt Schluss. Du kommst in den Schuppen und da bleibst du. Los, rein mit dir. Ida, rein mit dir. Gewollt. Jetzt kannst du über deine Streiche nachdenken, bis du schwarz wirst. Nicht als Blödsinn im Kopf. Michel ist der Meinung, dass sein Papa ungerecht ist. Niemand hat ihm je gesagt, dass er klein Ida nicht Marianne Lund zeigen darf. Dass sie nur Lönneberger sehen konnte, war ja nicht seine Schuld. Ihr könnt eure langweilige Feier ruhig ohne mich machen. Ich schnitze ein neues Holzmännchen und werde die ganze Zeit über so böse wie ein Nussknacker schauen. Du musst dich umziehen, Alfred. Du willst doch die Feier nicht verpassen. Natürlich nicht. Hier hast du frische Milch. Wir haben ein neues Kälbchen bekommen. Hast du schon gehört? Na, ich höre es ja jetzt von dir. Trödle nicht so lange. Wie lange soll ich denn hier noch sitzen mit leerem Bauch? Die da draußen sind fröhlich und feiern. Das lasse ich mir aber jetzt nicht mehr gefallen. In der Vorratskammer kann man wirklich Appetit bekommen. Unterm Dach hängen reihenweise geräucherte Schinken und Würste. Prächtige Blutwurstpasteten sind aufgereiht. Denn Michels Papa isst Blutwurstpastete mit Schweinefleisch und weißer Soße für sein Leben gern. Einmal hin, einmal her, ringsherum, das ist nichts mehr. Ja, aber er hatte ein schönes Alter erreicht, der alte Herr. Du meine Güte, wir haben ja Michel vergessen. Ich glaube, jetzt hat er lange genug drin gesessen. Anton, geh schnell und hol ihn wieder aus dem Schuppen raus, ja? Naja, das habe ich wirklich nicht gewollt, dass er da verhungert. Ich gehe schon. Nein, aber schön ruhig ist es ohne ihn gewesen. So, du kannst rauskommen, Michel. Der Michel ist gar nicht hier drin. Was? Das ist aber merkwürdig. Wo kann er denn nur geblieben sein? Durchs Fenster konnte er bestimmt nicht rauskrabbeln, der Lausebengel. Nee,
Hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Hier ist niemand durchgegangen. Ein Mensch jedenfalls bestimmt nicht. Und geflogen sein kann er ja wohl auch nicht. Doch, warum denn nicht? Er ist vielleicht in eine Taube verwandelt worden und weggeflogen. Ja, ja. Aber hier sind weit und breit keine Tauben. Sieh mal, vielleicht ist das da, Michel. Nein, nein, das ist kaum anzunehmen, Ida. Alma! Alma! Michel ist verschwunden. Hey, Michel! 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 Ist aber weg. Er kann doch nur im Schuppen sein. Wo sollte er denn sonst stecken? Es ist doch ganz ausgeschlossen, dass er nicht im Schuppen mehr ist. Man muss eben richtig nachsehen. Dann sieh doch selber nach. Michel! Was ist denn das hier? Na, sowas muss ja mal kommen. Wir haben mit Zwillen hat all die Männchen hier geschnitzt. Die hat unser kleiner Michel gemacht, immer wenn er hier im Schuppen war. Und nun ist er verschwunden. Michel, flieg bitte nicht in den Himmel rauf. Ich gebe dir so viel Hühnerfutter, wie du haben willst, wenn du bei uns auf Katult bleibst. Michel! Ja, die armen Leute auf Katult, die suchen und suchen. Im Holzschuppen und im Wäschehaus suchen sie. Aber kein Michel ist zu finden. Im Schafstall, im Hühnerstall und im Brauhaus wird gesucht. Aber Michel bleibt verschwunden. Die Unterirdischen haben ihn geschnappt. Da haben sie was gemacht, das sie noch bereuen werden. Das kannst du den Unterirdischen von mir bestellen. Sie suchen im Stall, in der Scheune und im Schweinestall. Kein Michel ist da. Schließlich sehen sie im Brunnen nach. Wenn ihn der Brunnengeist geholt hat, dann ist es aus mit ihm. Kein Michel weit und breit. Michel! Michel! Ist da was? Michel! Michel! Wollen wir dort noch sehen? Michel! 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 Die schöne Feier ist in Gefahr. Michel! Ja, ja, der Neck. Der Neck mag kleine Jungs gern. Das habe ich jedenfalls immer gehört. Der wird keine Freude haben an unserem Michel. Wenn's der Nöck war, der schickt ihn bald zurück. Ach was, unser Michel ist doch nicht vom Nöck geholt. So ein Unsinn. Der wird schon irgendwo stecken. Na, na, wir finden ihn schon, Bäuerin. Ganz bestimmt. Nein, er ist sicher für immer weg. Ach, das ist ausgeschlossen. Und ich habe geglaubt, das wird eine hübsche, vergnügte Feier heute. Ja, ja, das wird sie auch. Wird sie auch noch. Anton. Was machen wir jetzt nur, Anton? Was sollen wir um Gottes Willen machen? Wir müssen jetzt das Essen auf den Tisch bringen. Ja. Wir können ja die Gäste nicht verhungern lassen, wenn wir sie mal eingeladen haben. Ich schlage vor, dass wir zum Haus zurückgehen und mit dem Essen anfangen. Was haben wir davon, wenn uns alles kalt wird? Das ist ein guter Gedanke von Michels Vater. Denn bei der Suche haben alle Tüchtigen Hunger bekommen. Eimer, die Wurst. Die Wurst? Ja. Oh, gewiss, ja. Wir haben die Wurst völlig vergessen. Lina! Geh bitte und hol die Wurst her. Ja. Ach, da sind doch schon viele Kinder verschwunden, als sie doch klein waren. Das weiß man doch. Aber nicht doch größer, Maja. Wir wollen nicht gleich ans Schlimmste denken. Erstmal in Ruhe abwarten. Was ist denn mit dir los, Lina? Wo sind die Würste? Kommt mal lieber alle mit mir mit. Da könnt ihr was erleben. Was ist denn nun wieder los? Was soll denn das bedeuten? Wollt ihr nicht erst mal mitkommen? Dann werdet ihr schon merken, was ich mir für Dummheiten ausgedacht habe. Eine komische Magd habt ihr euch da ausgesucht. Ja, da hast du ganz recht. So eine Magd gibt's nicht noch mal in den Bergen, aber wir gehen erst mal mit. Von mir aus. Was ist denn, Lina? Lina!
kleiner Junge. Oh, Michel, mein Junge, da bist du ja wieder. Er ist ja gar nicht verwandelt. Er ist keine Taube geworden und kein Huhn. Lebt er? Ja, Gott sei Dank, da ist er, unser Junge lebt. Hey, Michel, wach doch auf, mein Junge. Er scheint Wurst gegessen zu haben. Aha. Na, jetzt seht ihr wohl, warum ich euch keine Würste bringen konnte, nicht wahr? Ach du, mein Michel, wie konntest du uns so erschrecken? Na, also, endlich ist wieder... Nicht zu fassen, dass ein einziger kleiner, wiedergefundener Junge bis obenhin vollgestopft mit Wurst so viele Leute so froh machen kann. Hauptsache, er lebt, unser lieber kleiner Michel. Ja. Auf die Wurst soll es uns wahrhaftig nicht ankommen. Ja. Aber ich habe euch doch eine Wurst aufgehoben. Ja? Wie sieht denn? Das ist schön, aber die müssen wir Frau Petrell geben. Denn außer Michel habe ich noch keinen getroffen, der so verrückt nach unserer Wurst ist. Alle Gäste bekommen so viel sie nur schaffen können. Und noch mehr. Zum Nachtisch gibt es dann noch den herrlichsten Käsekuchen mit Erdbeermarmelade und Schlagsahne. Ach, ist das gut. Da möchte ich überhaupt nicht aufhören. Ein Käsekuchen auf Katult ist eine leckere Sache. Kein Wunder, dass Michel und auch alle anderen nicht genug davon bekommen können. Du isst nicht so viel, dass du wieder Bauchweh kriegst, Junge. Ach, pass auf, dass dich der Nöck nicht auf dem Heimweg schnappt, Größer Maja. Der mag nämlich solche alten Hutzelweibchen wie dich. Michel, würdest du mir bitte meine Tasche holen? Sie steht auf dem Tisch im Vorzimmer. Abend ist gekommen und die Feier auf Katult zu Ende. Zufrieden fahren die Gäste wieder nach Hause. Ja. Oh ja, und danke, Michel, dass du mir ein Stückchen Wurst übrig gelassen hast. Also. Ja. Adieu. 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 Und alle Gäste Adieu. Sind so richtig froh, Adieu. Dass sie nun wieder eine neue Geschichte über die armen Svensons auf Katult und ihren Lausebengel, den Michel, zu erzählen haben. Was für eine Ratte meinst du denn? Na, die ich in die Handtasche gesteckt habe. Warum hast du das nur gemacht? Na, weil mir die arme Ratte leid getan hat. Die hat in ihrem ganzen Leben nichts anderes als Katult gesehen. Ich habe mir gedacht, das wäre fein für sie, wenn sie auch mal Wimmerby kennenlernt. Wo rennst du denn jetzt hin, Michel? Ich will mir endlich Brockers Kalb ansehen. Aber wir dürfen doch nicht in den Stall, wenn wir unsere Sonntagskleider anhaben. Ach was, so sonntagsfein sind die jetzt nicht mehr. Der ist aber niedlich. Weißt du, wie er heißen soll? Nicht er. Ein Kuhkalb ist das. Und wenn er groß ist, wird er eine feine Milchkuh. Na, wenn schon. Aber trotzdem braucht es einen Namen. Petrella ist ein schöner Name für eine Kuh. Was meinst du? Jetzt doch nicht. Jetzt ist es doch erst ein kleines Kalb. Na ja, aber bald wird es eine schöne große Kuh sein. Oh, je mehr war das, ein Kind so frech und wild und blond. Kein Junge so wie er hat je auf dieser Welt gewohnt. Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Dudelei, bekannt im ganzen Land. Sing